Willkommen beim Let's Play von Dark Souls. Ich bin euer Dake, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch ja gesagt, dass wir jetzt gleich diesen Ritterboss besiegen. Das tun wir auch, aber vorher wollte ich noch ein paar Sachen mit euch hier holen, die wir auch auf jeden Fall brauchen, damit wir es einfacher haben, wenn wir denn nochmal durch diese Festung hier rennen müssen. So, deswegen. So, hier gab es ja zwei Käfige, wofür man einen Schlüssel braucht. Ich weiß jetzt nicht mal, ob da hinten noch was war. Ich besiege jetzt trotzdem mal den Typen hier. Na, komm. Ja, wieder diese Parierhaltung, sollte ich auf jeden Fall aufpassen. Weicht schon zurück, er will bestimmt was saufen. Aber nicht mit uns. So, haben wir ihn auch besiegt. Und naja, gebracht hat es ihm nichts. Ich ziehe mal wieder den an und ziehe mir mal wieder eine anständige Rüstung an hier. Die einfach mehr Verteidigung hat. Denn wir müssen ja auch gegen diese Ritter kämpfen. Da brauchen wir Verteidigung. Die hauen nämlich ordentlich zu. Soweit. So. Da hätte ich eigentlich die Rüstung direkt auslassen können. Und zwar wollte ich jetzt hier rüberspringen. Ziehe ich auch wieder. Oh, Glück gehabt. Ziehe ich auch wieder die Klamotten aus. Einfach aus dem Grund, weil ich dann leichter bin, schneller und die Chance einfach geringer ist, dass ich darunter falle. So, hier ist jetzt ein weiterer NPC, ein Händler. Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead, eh? I took on Sen's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Ja, dann könnt ihr mit dem plaudern oder auch hier schwarze Bomben kaufen und das hier, grüne Blüte. Die finde ich ganz geil. Nämlich, die erhöht die Ausdauerregeneration für eine bestimmte Zeit. So, dann könnt ihr noch kleine, große Scherben kaufen. Ist auch sehr geil. Damit wir auf jeden Fall die Waffe aufgewertet bekommen. Ich kaufe jetzt hier nochmal zwei. Sind viele Seelen, ich weiß. Aber solltet ihr auf jeden Fall für euch wissen, wie ihr das am besten macht. So, man kriegt hier jetzt Schilder. Auch ein Großschwert, das ist auch sehr stark. Ein Zweihänder. Ja, ein paar Pfeile. Was hat er noch? Ah, hier hat er zum Beispiel die Rüstung von unserem Freund. Von dem Siegmeier auf Katharina. Oder Siegmeier von Katharina und seine Rüstung selbst. Und noch die Rüstung von diesem Balder-Typen. Die ist jetzt nicht so dolle. Allerdings ist diese Stahlrüstung hier gar nicht so schlecht. Die hat eine gute Verteidigung. Besonders wenn ihr die auf plus 5 aufwertet. Zudem könnt ihr hier wieder zwei Ringe kaufen. Einmal für mehr Blitzverteidigung und mehr Magieverteidigung. Ist auch sehr sinnvoll im späteren Verlauf. Also jetzt braucht ihr es eigentlich nicht. Aber im New Game Plus wäre es sehr sinnvoll, wenn ihr euch die beiden Steine besorgt. Weil es einfach einfacher ist, gegen diese verschiedenen Gegner anzutreten. Keine Lust, einen zu holen. So, und dann kann man auch hier runterrennen. Was wir auch auf jeden Fall tun, denn ich glaube, hier unten ist der Käfigschlüssel. Bin mir allerdings nicht mehr sicher, wo der genau war. Ob der hier unten ist oder nicht. So. Du Mistfido, komm her. Direkt mal bearbeitet. So. Und siehe da, der Käfigschlüssel. Yippie-yay. Wir haben ihn und können jetzt wieder zurück und den Aufzug bedienen.
Ja, ihr habt richtig gehört, diese beiden Käfige dienen als Aufzug, womit man wieder eine Abkürzung freischaltet. Deswegen meinte ich auch, dass ihr das auf jeden Fall noch holen solltet, bevor ihr weiterzieht nach Anor Londo. So. Ich schaff's jetzt nochmal darüber. Kann nur einfach rechts runterspringen. Nein, ich hab's nicht geschafft. Gut, ich lebe aber noch. Und krieg noch hier einen Gegenstand, eine Armbrust mit ein paar Pfeilen. Auch praktisch. So. So, hier unten sollte jetzt noch genau ein Feind sein. Haben wir daneben gehauen. Ab in den Rücken gestochen. Das war jetzt unfair, aber egal, nochmal in den Rücken gestochen. Das war es dann auch schon für ihn. Besiegen ihn lieber jetzt nochmal, bevor er mir in den Rücken fällt. Das ist eine Scherbe für uns. Ja, kleine und große Scherbe. Geil. Ja, ich glaube, große Scherben haben wir jetzt auf jeden Fall genug, um das Schwert aufzuwerten. So. Na komm, na komm. Hier oben wirft keiner mehr Bomben. Das bedeutet, wir sind hier wieder safe auf einem guten Weg. Ehrenwerte Ritterseele, was ist hier? Große Scherbe nochmal. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug große Scherben. So, ich nehme jetzt mal bei dem hier den Blitzstab, weil Blitz ist ganz stark gegen Rüstungen. Das ist jetzt zwar nicht so viel, aber ich glaube, es ist mehr, als wenn ich mit meinen Katana auf ihn drauf prügel. Schlägen, da euch trifft, seid ihr tot. Trinkt auch. Nix da. Und tschüss. Lassen normalerweise auch Scherben fallen. Auch noch eine große Scherbe hätte ich mir vielleicht sparen können, zwei zu kaufen. Aber egal, damit können wir auch noch andere Waffen aufwerten. So, und hier gibt es jetzt auch noch ein bisschen was zu holen, ein paar Gegenstände und auch einen ja, verrückt gewordenen NPC, der uns angreift. Er schießt immer mit Pfeil und Bogen so. Und er hat ein Rapier, also er ist sehr, sehr schnell damit. Ich glaube, er kann auch parieren damit, deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig. Ihr seht schon hier den Vorteil, wenn ich blocke und trotzdem schlagen kann, dann hat er kaum eine Chance. So, und ihr kickt sogar seinen Degen. Auch eine schöne Waffe. Allerdings finde ich, dass sie ein bisschen zu schwach ist. So, hier sind wieder Truhen. Das sind jetzt keine Mimik, trotzdem solltet ihr immer nochmal zuhauen, damit ihr es nicht vergesst. So, seltener Ring der Opferung, auch geil. Behalten wir Seele, Menschlichkeit, alles. Und göttlicher Segen, der heilt uns von jeglichen Status.
egal was, volle Energie, verflucht, Gift, alles. Damit kann man alles heilen. So, göttlicher Segen bekommt man auch nicht sehr oft im Spiel. Es gibt noch ein paar NPCs, wo ihr das kaufen könnt. Und wenn ihr die Chance dazu habt, dann kauft es auch. Denn es gibt nicht allzu viele davon. So, wir sind auf jeden Fall schon wieder 10 Minuten um. Ich habe euch hier das gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder ans Eingemachte. Ne, komm. Ich wollte eigentlich gerade noch mal Tränke holen, weil ich nur noch 4 habe. Aber ich versuche es jetzt einfach mal mit 4. Vielleicht reicht es ja. Wichtig ist, bevor ihr zum Boss geht, seid auf jeden Fall ein Mensch, denn dann könnt ihr wieder jemanden zur Hilfe rufen, der sehr stark ist. Und das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen zu tun. So, hier könnt ihr jetzt den Aufzug sozusagen benutzen. Den müsst ihr einmal benutzen, wie den anderen auch bei der Kapelle, damit der einmal in Bewegung ist. Und dann wechseln die sich ab mit Hoch- und Runterfahren. So, hier seht ihr jetzt, zack. Einmal raus, direkt wieder reinrennen. Und der andere Aufzug steht jetzt unten. Das bedeutet, ihr könnt jetzt immer wieder, wenn ihr gerade in die Festung reinkommt, mit dem Aufzug nach oben hier hinfahren. Das ist doch mal geil, ne? Also das mit den Abkürzungen, das haben sie echt super hinbekommen. Ich hoffe, dass es bei Dark Souls 2 auch noch so sein wird. So, so, so. So, und zwar, da geht's jetzt zum Boss. Und hier hinten ist jetzt noch, genau, eine Schrift von dem Eisentakus. Den solltet ihr auf jeden Fall holen. Das ist ein gepanzerter Krieger. Der hat so viel Leben und ist sehr stark. So, ich tue mir jetzt mal als Sicherheit hier noch Menschlichkeit rein, weil ich mich damit heilen kann, falls irgendwas sein sollte. Und ich packe mir auch mal hier diese Pflanzen rein. So, Eisentakus, lass mal loslegen hier. So, also er kann, dieser Ritter kann auch so einen Windschwall schießen. Ihr könnt euch die Axt auch selbst machen aus seiner Seele. Deswegen ziehe ich mal das Wappenschild an. Ich weiß nicht, ob das Magieschaden ist oder sonst was. Ich mache es einfach mal trotzdem. Das Schild ist auch leichter. So, treten wir mal hier durch. Eisentakus folgt uns. Und da ist er auch schon. Da seht ihr schon, wir können so einen Windschwall schießen. Da müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Er sollte seine Füße angreifen, aber er kann auch nach euch greifen. So. Da. Gebt Acht. Gebt auf jeden Fall darauf Acht. Oh, scheiße. Das meine ich nämlich. Da hat er einen erwischt. Und in der Zeit kann man natürlich auch nicht zuschlagen, wie das so ist. Ach, Mensch. Wenn der Eisentakus mal trifft, ist der echt eine gute Hilfe. Ansonsten, naja, eher nicht so. Ist auf jeden Fall die ganze Zeit seine Beine angreifen, damit er hinfällt, so wie jetzt. Und dann könnt ihr ihm ordentlich besorgen. Ja, komm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Los, Eisentakus, schlag doch mal zu, du Affe. Weißt du, jetzt geht der ganze Zeit in den Pariermodus hier. Zuschlagen. Ja, richtig so. Nee, ihr seht schon, so schwer ist das nicht. Auch wenn ich mit meiner Waffe nicht so viel abziehe. So. Und da ist er auch schon besiegt. Mit der Hilfe von unserem Freund. Und wir haben seine Seele bekommen. Und sogar noch Menschlichkeit. Und wie viele Seelen bekommen wir? 40.000. Ja, 40.000 Seelen. Das hört sich gut an. Das ist auch gut.
Ja, und dann würde ich auch sagen, gehe ich jetzt direkt nach Anor Londo. Was anderes will ich hier in der Festung jetzt gar nicht mehr holen. Hier ist jetzt ein Ring und dann kommt eine kleine Sequenz, wie wir nach Anor Londo kommen. Ja, da sind wir jetzt. Haben jetzt schon einen Großteil vom Spiel geschafft. Hier ist jetzt immer noch so ein Dämon. Wenn ihr ihn mit ihm sprecht, dann könnt ihr wieder zurück zur Sens Festung. Da wollen wir jetzt aber gar nicht hin. Ich renne noch zum nächsten Lagerfeuer und dann ist mit diesem Let's Play erstmal Schluss. Und dann gibt es wieder neue Folgen, wie wir in Anor Londo uns durchfighten. So, hier sind jetzt schon so Riesenritter, wie ihr sehen könnt. Man kann die auch auslassen, man kann sie auch besiegen. Ich werde jetzt einfach mal gegen einen hier kämpfen, um euch das zu demonstrieren. Aber am besten dem hier. Ja, der hat uns auch schon direkt weggehauen. Oh, okay. Wir haben noch ein bisschen zu wenig Konstitution. Sehe ich gerade. Um die ganzen Attacken richtig blocken zu können. Aber ist auch kein Problem. Dann rennen wir erstmal weg wie ein Feigling. Und zum nächsten Lagerfeuer. Die können wir uns ja immer noch vornehmen. Und hier ist auch schon das nächste Lagerfeuer. Das hier ist die Feuerhüterin von dem Lagerfeuer. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Können wir noch ein bisschen mit ihm plaudern? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Ja, hier können wir jetzt auch unser Estus Flakon verstärken. Das ging ja nicht im Feuerbahnschein, weil die Feuerhüterin tot ist. Allerdings passiert in dieser Stadt hier ein Event, wie wir sie wieder retten können. Und sozusagen eine Rettungsaktion starten. So, gut, das ist verstärkt. Wir geben jetzt mal hier ein paar Punkte aus. So, wann kriegen wir denn? Ah, da kriegen wir unseren ersten Zaubereislot. Mit 12 kriegen wir 2 Zaubereislots. Ja, dann machen wir das so. Und hier noch in Kondition. Zack. Jetzt können wir auch unsere Zauberei einstimmen, wie ihr sehen könnt. Ein großer Chaos-Feuerball. Da seht ihr jetzt, dass ihr 4 Aufladungen habt. Den könnt ihr 4-mal benutzen. Allerdings braucht ihr 2 ganze Slots. Also damit können wir jetzt nur diesen Feuerball benutzen. Und das war's dann auch. Dafür ist er aber so stark, der Feuerball, dass sich das eigentlich auf jeden Fall schon lohnt. So, ich benutze den jetzt mal, um euch das zu zeigen. Ziehen wir ein bisschen höher. Ja, boom, der explodiert nämlich richtig. Und dann ist da noch so ein bisschen Lava auf dem Boden, wo, wenn die Gegner durchlaufen, auch noch mal Schaden bekommen. Ist auf jeden Fall sehr geil.
Und sieht auch ganz schön geil aus. Ja. Jetzt setze ich mich aber nochmal dran, weil ich nur noch einen Feuerball habe. So, und hier habe ich auch direkt 10 Estus Flacon. Keine Ahnung warum, ist wahrscheinlich schon entfacht. Ja, ich mache jetzt hier einen Cut und im nächsten Teil seht ihr, wie wir Anor Londo erobern. Also seid dabei, schaut rein.